Bonjour, Bissomme. Man sagt immer, der Hund ist der beste Freund des Menschen. Die Freunde, die wir heute treffen, sind ziemlich gross. Es sind Bernardiner von der Zucht von Bernard Kederer und seiner Frau. Sie haben schon ein paar Preise gewonnen im Salon de l'Agriculture. Und die Zucht feiert dieses Jahr ihren 30. Geburtstag. Mitten in der Natur. Neben Münster, auf einem Hill, liegt eine ganz besondere Zucht. Der Ort heisst Val du Morenkopf und hier wurden Bernardiner gezischt. Das haben Bernard Kederer und seine Frau Patricia vor 30 Jahren angefangen. Momentan haben sie 9 Hände bei sich. Ja. Schönes Mädel. Hast du das gern? Alter, nicht alle. Gern gepflegt wird aus Ivy ein 9 Jahre altes Wiebel. Es ist ein 8er Ausstellungshund. Denn wenn ich der Auto durch ist, darf ich Furcht, ist das Erste, das einblitzt. Kürzlich sehen wir in Paris gesehen und hat den dritten Preis gewonnen in seiner Kategorie Champion. Was wird belohnt? Es wird einmal die Auffassung des Hundes. Er muss wachbar sein, er muss die Ohren hochheben, er muss adlig sein. Bei Ausstellungen, überhaupt im Salon de l'Agriculture, machen die Züchter regelmäßig mit. Ihre Bernardiner sind oft Preisträger. Was wichtig ist beim Bernardiner, sind die Proportionen. Das heisst, er darf nicht tief am Boden sein, es muss Luft unter dem Bauch sein. Und das vergeht im Schnee laufen zu können, denn ursprünglich war er ein Rettungshund aus der Schweiz. In die Ross sind die Kederer schon lange verliebt. Das ist eine Passion. Une passion, c'est le chien, c'est un chien protecteur. Aber Achtung, so ein Hund passt nicht an jeden. Attends, doucement. Voilà, doucement. Mit 4 Monaten sind sie schon so groß, sie haben kurzes oder langes Haar und leben ungefähr 10 Jahre. Wir suchen sie uns euch, für was wir immer ein bisschen frisch blüht haben, euch wieder. Sonst mit Inzucht kommt man nicht weit. Ja, mit Inzucht hat man nur andere Probleme, nicht für weiterste Sicht. Ja, ich bin schon 1000 Kilometer gefahren für Gedegen mit einem Wivel, weil mir der Hund wirklich gefallen hat und weil ich gute Vorfahren hatte. Und die Gesundheit euch müssen wir wissen. Ansichten, die Michel Vogler eben erzählt hat. Vor 9 Jahren ist er hergekommen, für seinen Hund Iron zu holen. Wie geht's dem Bruder? Brüder und Schwester. Brüder und Schwester beieinander, ja, wieder einmal. Ich habe gerne große Hunde. Sie ist schmächtig, sie ist kräftig, sie ist lieb. Das ist jetzt Spezimen. Ein Spezimen, der auch schon ein paar Preise gewonnen und mehr als 50 Puppen gemacht hat. Unter denen der Oslo, ein Männel, den Marcel auch adoptiert hat. Wenn man so einen Bernardiner hat, muss man ein grosses Auto haben. Am besten, wenn es einen Platz hat, weil wir fahren als 8 bis 10 Stunden. Da fahren wir auf Österreich, da haben wir 10 Stunden fahren. Dann müssen sie doch ein bisschen Platz haben, tun, dass sie schlafen gehen. Das Nachtlesen ist ganz nach drinnen, wenn wir nicht ins Zimmer nehmen, ins Hotel. Und mit 2 Stegen habe ich die andere Wahl. Die Bernardinerzucht ist weit über dem Val du Morenkopf bekannt. Zeit, als er in Pension ist, widmet sich der Bernard, ehemaliger Formateur, nur noch an sie. Ouais. T'as vu, il y a un message de Niki, hein? Il y a la petite Maï là, qui a eu ses bébés là. Elle a eu ouais. Elle a eu 3 bébés, ouais. Il y en a en Allemagne, il y en a au Portugal, Espagne, Suisse, Danemark, ouais. Partout, Afrique du Sud. En fait, ça pour avoir des nouvelles, pour voir comment ils grandissent, l'évolution, tout ça. Machen wir das fürs Geld? Nein, das kostet Geld. Die, die Geld verdienen, die machen 100, 150 Puppen im Jahr. Und haben mehrere Rasen, kleine Rasen. Und das ist aber nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dass andere Leute euch vom Bernardiner profitieren können. So ein Hund kostet zwischen 1'500 und 2'000 Euro für im Durchschnitt 80 Kilo Muskeln und Leib. Ob sie Bernardiner gern hat, das wissen wir nicht. Aber was sie am liebsten hat, das ist Après-Ski in Ischgl. Laura Döbelin ist unser Gast bei Frach oder Fresh.
Ich bin Laura, ich bin 22 Jahre alt und ich arbeite in der Migros in der Schweiz. Von wo kommst du? Vom Mischbau im Sungo, das ist im Ohren. Bist du frech oder frech? Ich bin nicht frech, ich bin Engeli. Das kann ich dir nicht glauben. Doch. Was ist das Elsässische für dich? Das ist meine Kultur. Das ist schön. Mit oder ohne? Ohne Zwiebeln im Flammkuchen. Nein, geht's das? Flürst du auf Elsässisch? Ja. Ich sage Gottverdammt in einer Mal, jetzt langs. Hast du ein Lieblingswort auf Elsässisch? Ja. Krütbüch. Wo gehst du in die Ferien? Mallorca, Ischgl, Korsika. Was machst du dort? Ich mache Après-Ski. Was ist der beste Ort also für das Après-Ski? Ischgl. Was ist gut dort? Skifahren, Après-Ski, Sufa, Essen. Trinkst du viel? Ja, viel Jägerbomb. Was ist dein Lieblingsort im Elsass? Der Sungo. Kino oder Theater? Elsass ist Theater. Gehst du vielmals? Ja. Ein paar Mal. Lieber Stadt oder Land? Nein, Land. Warum? Natur. Es ist schöner als Stadt. Was hast du am liebsten im Elsass? Aperol Spritz.